Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Jana und Jana ist 24. Hallo Jana. Hallo Jürgen. Ja, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ich schlafe mit dem Mann meiner besten Freundin. Du schläfst mit dem Mann der besten Freundin? Ja. Wie lange schon? 2 Wochen. Mhm. Warum? Ich weiß nicht. Er fasziniert mich. Ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Wenn ich gegenüber von ihm sitze, das ist, als würden elektronische Stromschläge durch mich durchgehen. Das ist, keine Ahnung. Wie lange sind die beiden verheiratet? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre? Ja. Wie alt ist er? 40. Und sie? 40. Und das ist deine beste Freundin? Ja. Auch schon länger? Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Das ist ja auch ein großer Altersunterschied. Also du und die Frau jetzt, meine ich erstmal. Beim Pizza-Ausfahren. Also beim gemeinsamen Jobben. So ungefähr, ja. Also sie hat mir Pizza geliefert. Ach so. Ja. Ich dachte, du hättest auch Pizza ausgefahren. Nee, sie hat mir Pizza geliefert. Und da war das eine nette Frau und dann habt ihr euch angefreundet. Genau. Ja. Und du sagst wirklich, dass es deine beste Freundin ist. Mhm. Nicht nur irgendeine Freundin, es ist deine beste Freundin. Und die hat dann... Die ist meine beste Freundin, gleichzeitig auch irgendwie ein Mutterersatz für mich. Mann, und jetzt schläfst du mit ihrem Mann. Ja. Von wem ging das denn aus? Beide Seiten, ja. Ja, einer muss ja immer so den ersten kleinen Schritt machen. Den machen wir beide. Ja, also ziemlich gleich beides. Wie viel Mal ist es jetzt schon passiert? 6 Mal. Heftig, ne? In 2 Wochen. Ja. Ist das jetzt rein so eine sexuelle Anziehungskraft? Oder, ja. Oder würdest du sogar sagen, du bist verliebt in den Mann? Nee, das nicht. Das ist rein nur eine sexuelle Anziehung. Reiner Sex? Ja. Jana, dann verstehe ich es nicht. Ich auch nicht. Dann verstehe ich es wirklich nicht. Wenn es rein, ich sag's jetzt mal ganz, ganz vulgär, wenn es reine Geilheit ist, die kannst du dir auch auf einem anderen Wege befriedigen. Wenn du jetzt gesagt hättest, da hat sich jetzt angebahnt eine Liebe zwischen uns beiden, finde ich das viel dramatischer und komplizierter. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich für den Mann gar nichts empfinde. Na gut, das ist klar. Das ist schon klar. Aber du hast wiederum gerade mir sehr spontan geantwortet, nee, das ist eigentlich reiner guter Sex. Ja, was heißt gut? Gut ist relativ. Also sehr guter sogar, oder was? Oder nicht nee. Mal guter? Ach, nicht mal guter? Ja, jetzt verstehe ich die Welt überhaupt nicht mehr. Der Sex ist nicht mal gut mit ihm. Und dennoch bist du elektrisiert bis zum geht nicht mehr. Ja, und ich weiß nicht wieso. Ich verstehe das selber nicht. Weißt du, das kann ich dann ja noch beim ersten Mal verstehen, dass du dachtest, da ist Elektrizität zwischen uns beiden. Aber nachdem du dann einmal mit ihm geschlafen hast und hast gemerkt, dass das nicht so das Gelbe vom Ei ist. Jürgen, ich habe zu mir selber gesagt, nach dem ersten Mal, einmal und nie wieder. Das ist aber wenn es Witzfigur. Dir. Aber wer ist eine Witzfigur? Du? Nee, er. Ja. Aber dann verstehe ich das nicht. Was macht denn die Anziehung dann aus? Du sagst, er ist eine Witzfigur, der Sex ist gar nicht mal so der Bringer und du bist nicht verliebt. Was soll das Ganze dann? Ich weiß es nicht, deshalb rufe ich dich an. Ich weiß es nicht. Du bist 24 Jahre alt. Ja. Junge Frau. Ja. Da verlange ich jetzt von dir, dass du härter an dich rangehst. Weil es steht eine Freundschaft auf dem Spiel. Und man macht das nicht, man geht einfach, man lässt die Finger von den Männern der besten Freundin und umgekehrt in den Konstellationen.
es sei denn, es ist die große Liebe. Gut, wenn die Liebe hinfallen würde, aber das Thema haben wir ja schon vom Tisch. Ich versuch's ja, die Finger von ihm zu halten. Warum? Was ist es denn? Du sagst immer, ich weiß es nicht. Ich lass es nicht locker. Ich habe 6 Mal schon miteinander geschlafen. Beim ersten Mal warst du neugierig. Da kribbelt es. Beim 2. Mal schon nicht mehr, beim 3. Mal wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Warum lässt du dich drauf ein? Ich kann nur noch sagen, ich weiß es nicht. Ja, wenn gegenüber von mir sitzt oder wenn mich allein nur mit seiner Hand berührt am Oberschenkel, ich schmelze dahin wie heiße Butter. Ja, aber warum, wenn der Sex gar nicht gut ist, der hinterher kommt? Du weißt doch jetzt schon, was dich dann erwartet. Ja, vielleicht denke ich mir das beim nächsten Mal besser. Und du sagst sogar, dass das ein Hampelmann ist, letztendlich. Bitte? Und du hast ja auch gerade gesagt, er ist irgendwie ein Hampelmann. Ja. Also gibt es gar nicht so viel Positives zu erzählen von dem Mann. Nee, ich verstehe mich selber nicht. Ich glaube, ich bin reif für die Klappe. Nee, so dramatisch wollen wir es jetzt nicht sehen. Hast du dich denn jetzt wirklich, ich meine, in den 2 Wochen hast du dir irgendwie auferlegt, dass du gesagt hast, Schluss aus, ich mache es ja nicht mehr. Punkt. Ich begebe mich gar nicht mehr in eine Situation, die so ausarten könnte. Ja, doch, schon. Was sind denn das dann für Situationen gewesen bei den letzten Malen, wo ihr miteinander geschlafen habt? Dass ich sag, nee. Nee, wie ist das passiert? Wo ist es passiert? Wie kam es, dass ihr alleine seid und so weiter? Sie war in der Arbeit, er war zu Hause. Ich war eigentlich mehr oder weniger beim Jungen. Beim Jungen? Bei dem Sohn von den beiden. Ja. Nein, das war passiert. Ja, da musst du jetzt einfach für dich Strategien entwickeln, dass du auf jeden Fall die Situation meidest, dass du mit ihm alleine bist. Ist ja schon mal der erste Schritt, wenn du es per Willenskraft nicht alleine schaffst. Ich mach das doch, aber der rennt mir nach wie so ein Dackel. Ja, aber du bist eine... Wenn er in der Küche sitzt und ich bei dem Kleinen im Wohnzimmer bin und sie Fernsehen, was macht er? Kommt ins Wohnzimmer. Wenn ich in die Küche gehe, was macht er? Geht in die Küche. Gut, dann, ich meine, du bist eine erwachsene junge Frau. Dann musst du, wenn du jetzt für dich die Entscheidung getroffen hast, ist es denn überhaupt eine rationale Entscheidung bei dir, dass du sagst, ich will es nicht? Ja. Definitiv. Definitiv. So, ja. dann reiß dich jetzt auch am Riemen, aber ehrlich, das gibt es nicht, zu sagen, ich weiß nicht, ich bin Herr meiner Sinne und alles kommt über mich. Ja, das gibt es irgendwie schon auch, aber man kann dem auch immer etwas entgegensetzen. Weißt du, wenn du mir jetzt sagen würdest, das ist Adonis, das ist ein Traum von einem Mann, ich habe noch nie so einen Sex erlebt wie mit dem, dann wäre das alles ja noch viel komplizierter. Aber so ist das nicht so kompliziert. Du musst es nur wollen und du musst auch den Mund aufmachen und du musst ihm das auch klar ins Gesicht sagen. Tust du aber wahrscheinlich gar nicht, oder? Einmal. Ja, siehst du, einmal. Was ist denn einmal? Und dann wahrscheinlich auch noch zaghaft. Du musst ihm das knallhart ins Gesicht sagen, hier, pass mal auf, Junge, das ist schlimm genug, dass es passiert ist, deine Frau ist meine beste Freundin. Ich will das nicht mehr, Punkt aus, ich will das alles nicht gefährden, mir ist das wichtig. Dann ist es immer noch eine Frage, wie du dann weiter damit umgehst. Sagst es deiner Freundin, irgendwann sagst es nicht. Kehrt jetzt alles unter den Teppich, um alles zu retten, was vielleicht gar nicht so dumm wäre. Aber dann verhaltet euch danach dann aber auch klar und ordentlich. Leichter gesagt als getan. Ich weiß das schon, aber was soll ich denn? Ich muss es dir ja so sagen. Und du musst auch etwas tun. Ich habe den Eindruck, dass du nicht genug tust. Ich meine, sie hat mich heute auch schon gefragt. Sie hat gesagt, Mensch, Jana, was ist los? Du benimmst dich so komisch. Ja. Du bist so anders. Du musst doch auch ein irre schlechtes Gewissen deiner Freundin gegenüber haben. Ich kann ja nicht in die Augen sehen. Ja. Das allein ist doch schon Grund genug zu sagen, dass du alles in dir aktivierst an Kräften. Das Ganze zu unterbinden. Du bist doch kein Sexmonster, das ständig in dir ist kein Sexmonster, das ständig mit dir durchgeht. Wer sagt dir das? Ach, das weiß ich. So gut kenne ich dich jetzt schon. Du kennst mich gar nicht. Nein. Also da musst du jetzt aber wirklich ran, Jana. Da will ich es auch nicht hören, ich kann nicht, du kannst. Du kannst, Punkt. Mach das ich versuche es zu schaffen.
Ja, und mach das für diese Freundschaft, wenn dir das wert ist. Und du sagst, das ist sogar Mutterersatz für dich, dann beschädigt man das nicht. Das ist aber schon. Ich weiß nicht, was würdest du machen? Würdest du, wenn du an meiner Stelle wärst, ja, würdest du es ihr sagen oder nicht? Schwieriges Problem. Das würde ich auch zum Beispiel mit dem Typ beraten, wie man das macht. Du gefährdest unter Umständen deren Ehe. Wie läuft die Ehe denn zwischen den beiden? 2 Jahre keinen Sex mehr. Mhm. Nur noch Wohngemeinschaft im Prinzip. Mhm. Also, wenn du es aussprichst, kann es natürlich sein, dass die Ehe endgültig kaputt geht und eure Freundschaft auch. Wenn du eine Übereinkunft triffst mit dem Mann, dass du sagst, okay, da haben wir richtig Mist gebaut, aber wie gesagt, wir kehren uns unter den Teppich und wir leben normal weiter, finde ich, ist auch eine Lösung. Kann man auch machen. Also, ja, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich es hier nicht sage, ich werde nie mehr im Leben in die Augen fliegen. Ja, das ist letztendlich eine Gewissensentscheidung. Aber wenn du es ihr sagen willst, was natürlich letztendlich der absolut saubere Weg ist, dann musst du das auch jetzt so schnell wie möglich unterbinden. Und ich habe heute schon zu ihr gesagt, pass auf, ich muss mit dir reden über ein sehr ernstes Thema, aber erst wenn die Zeit reif dafür ist. Ich habe sie schon ein bisschen vorbereitet. Gut, dann ist es ja schon vorbereitet. Wann ist denn die Zeit reif dafür? Spätestens nach deinem Gespräch mit Domian. Denke ich mal. Ja. Gut. Dann hast du es ja gerade. Sie sieht jeden Tag deine Sendung. Bitte? Sie sieht jeden Tag deine Sendung. Oh. Ja. Und ich denke mal, wenn ich jetzt auflege, wird mein Handy klingeln. Dann hast du hier bewusst den Weg gewählt, um dich über das Fernsehen, das Radio quasi zu outen. Ist das schlimm? Nein. Eigentlich nicht, oder? Nein, es ist okay. Du hast es auf jeden Fall getan, das ist schon gut. Das heißt, dann wird gleich das Handy gehen, wenn wir uns hier verabschieden und dann wirst du sie am Telefon haben. Denke ich mal. Oder sie steht vor meiner Tür. Mhm. Okay, so, das ist jetzt so gelaufen. Jetzt musst du es auch ausbaden. Tut es dir denn leid? Dass das passiert ist? Ja. Ja. Tut es dir sehr leid? Ja. Würdest du sagen, dass dir die Frau 1000-mal wichtiger ist als der Typ? 1000-mal reicht nicht. Mhm. Und du alles daran setzen möchtest, das wieder gut zu machen? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Mhm. Okay. Vielleicht hält das auch eine große Freundschaft aus, so etwas. Vor allen Dingen, wenn du jetzt mit der Haltung daran gehst. Dann wollen wir jetzt das Gespräch beenden und die Telefonleitung frei machen. Okay. Für das, was jetzt gleich kommt. Jürgen, danke. Alles Liebe, alles Gute. Ja. Tschüss, Jana. Tschüss. 0800 220 5050. Morgen heißt unser Thema, ich bin anders. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich aus sagen, ich entspreche nicht der Norm. Ich bin einfach anders drauf. Die das selbst schlimm finden, weil sie sich als Außenseiter sehen. Oder aber auch die von sich aus sagen, ich finde das toll, ich will gar nicht so sein wie die anderen. Ich finde es langweilig, so im Strom mitzuschwimmen. Vielleicht anders aufgrund einer Einstellung, anders aufgrund des Aussehens, anders vielleicht auch aufgrund einer Erkrankung, anders aufgrund von Macken und Marotten. Es gibt 1000 Beispiele, warum jemand anders sein könnte. Also ich bin anders, so heißt unser Thema morgen. Und wenn ihr euch gerne bei mir melden wollt, könnt ihr das heute schon machen unter der Mailadresse unter domian@wdr.de. Und ich bin sehr gespannt, morgen mit vielen, vielen, vielen verrückten und unnormalen Menschen zu sprechen. Das ist das Thema morgen. Ich bin anders. Jetzt bin ich verbunden mit dem Markus. Und Markus ist 32. Hallo Markus. Hallo Domian. Ja, hallo Markus. Dein Thema. Mein Thema ist, dass ich massiv momentan bedroht werde von den Eltern meiner Freundin. Warum? Ich weiß auch nicht, was sie gegen mich haben. Also das geht wohl schon seit, also ich bin mit der Freundin schon seit über 8 Monaten zusammen. Mhm. Wie alt ist sie? Sie ist 23 Jahre alt. Ja. Und ich bin 32. Mhm. Ich habe ein gewisses Vorleben. Ich war mal verheiratet und habe eine Tochter. Mhm. Wie alt? Und 4 Jahre alt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwas damit zu tun hat. Und seit mehreren Tagen jetzt werde ich eben massiv bedroht durch die. Ne? Was heißt massiv bedroht? Was machen die? Ja, gestern zum Beispiel hat mich die Mutter angerufen und hat mich auf übelste Weise beleidigt und bedroht, wenn ich mit ihrer Tochter zusammenbleibe, würde sie
mich fertig mache, ne? Was meint sie damit? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hab versucht, dann mit ihr darüber zu sprechen. Sie ist gar nicht auf mich eingegangen. Sie hat mir gesagt, ich wäre ein Psychopath und wäre ein Arschloch und also richtig übelst beleidigt eben, ne? Unter der Gürtellinie. Ich habe versucht dann zu sagen, warum und ja, weil sie sind, ne? Also, also das war eine plumpe Beschimpfung, da gab es gar kein Gespräch möglich. Nein, überhaupt gar nichts mehr. Wenn du 8 Monate mit deiner Freundin zusammen bist, warst du schon mal mit ihr zusammen bei den Eltern? Ja, war ich auch. Und anfangs war das irgendwie ganz klasse. Also die wussten davon auch nichts, dass ich verheiratet war und ein Kind habe. Mhm. Ja, ist das ein Makel? Ist das irgendwie eine Schande, verheiratet gewesen zu sein und ein Kind zu haben oder wie? Offensichtlich für die ja, oder wie? Ja, ich hab das Gefühl, ich weiß auch nicht, ich bin manchmal auch nicht mehr sicher. Also ich weiß echt nicht mehr ein und aus. Wohnt deine Freundin bei den Eltern noch? Ja, und das ist eben gestern eskaliert eben die ganze Situation. Sie war kurz vorher noch bei mir, ist nach Hause gefahren. Mhm. Und dann bin ich noch unterwegs gewesen und dann ging plötzlich das Telefon und dann war die Mutter eben dran. Mhm. Und dann hat die mich eben so beleidigt und hat mir gedroht und jetzt haben sie ihr die Schlüssel weggenommen, haben mir das Auto weggenommen, ich habe das Gefühl, die haben mir auch das Telefon weggenommen, weil sie mich mit einer anderen Nummer heute angerufen hat, ist völlig verzweifelt, die wird zur Arbeit gefahren von der Mutter, wird da wieder abgeholt und also ich weiß echt nicht mehr, was da los ist. Irgendwas stimmt dann eben nicht, ne? Dieses Beschimpfungstelefonat, das war gestern, sagst du. Ja, gestern. Gab es in den letzten Wochen auch schon ähnliche? Ja. Eine wirkliche Begründung ist dir nie klar geworden. Du vermutest das, weil du verheiratet bist, warst und ein Kind hast, oder gibt es noch? Ja, also auch ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und mit Freunden und Bekannten und die sagen alle, da stimmt was mit der Frau vielleicht nicht, ne? Mit der Mutter? Nein, mit meiner Freundin. Mit deiner Freundin. Was soll mit der nicht stimmen? Ich weiß es nicht. Also ich meine, die war vor langer Zeit, hat sie mal ein Drogenproblem gehabt und war in der Psychiatrie wohl. Das hat sie mir mal irgendwann mal gesteckt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Ich hab ja die wildesten Vermutungen, ne? Also erst einmal sind da so mehrere Sachen, die mir auffallen. Die Frau ist 23 Jahre alt. Ja. Und die lässt sich da so reinfunken in ihr Leben von ihren Eltern. Finde ich schon äußerst seltsam. Ja, eigentlich, das finde ich auch. Ne, eigentlich sollte ich sagen, pass mal auf, das geht euch gar nichts an, das ist mein Freund, Punkt. Ja, das macht sie ja auch. Und dann drohen sie eben ihr auch. Sie würde aus dieser super Familie da aufgestoßen und aber das scheint sie dann ja doch so zu beeindrucken. Sie hat dich dann mit einer anderen Nummer angerufen. Also ja, meine Freundin, genau. Deine Freundin, genau. Du hast auf dem Display eine andere Nummer gesehen als ihre eigentliche Nummer. Richtig. Wie hat sie sich denn dann zu den Vorgängen geäußert? Ja, sie hat mir dann gesagt, dass die Eltern wohl die Karte gesperrt haben und sie jetzt eine neue Handynummer hat, ne? Und ich sollte mir die speichern und sie hat mir gesagt, sie wird fertig gemacht von den Eltern, sie wird eingesperrt von den Eltern. Warum geht sie nicht? Ja, ich hab auch gesagt, warum packst du nicht die Koffer und kommst zu mir, ne? Ja. Ich kann nicht, ich habe Angst und also Wahnsinn. Mhm. Ne? Ich hab auch gesagt, komm, ist kein Problem, ist egal wo du bist, ich hole dich da raus. Ne? Mhm. Schwierige Situation, weil du gar nicht viel machen kannst. Nee, das macht einen Wahnsinn. Ja, das ist eine erwachsene Frau von 23 Jahren. Wenn die da unter der Knute ihrer Eltern steht und wenn die so sich verhalten ihr gegenüber, muss sie Konsequenzen ziehen, sofern sie gesund und Herr ihrer selbst ist. Ja, ist sie eigentlich. Ja, dann muss sie es machen. Und wenn sie es nicht macht, ist sie, du kannst sie nicht dazu zwingen, radikale Maßnahmen gegen ihre Eltern zu ergreifen. Du kannst nur sagen, pass auf, komm, hier, du kannst bei mir wohnen und wir kriegen das schon hin. Auch wenn das finanziell vielleicht irgendwie Probleme noch gibt, wir schaffen es schon irgendwie. Aber mehr kannst du ja gar nicht machen. Nein, mehr kann ich auch nicht. Ich will auch gar nicht mehr machen. Ich will auch überhaupt nicht Wahl stellen, dass sie sagt, komm. Was ist denn da los, wenn die Eltern ihr die Handynummer oder die Karte vom Handy wegnehmen oder sperren? Die ist doch keine 15 mehr. Ja, genau diese Worte sagen mir auch viele, mir sind auch Bekannte, ne? Oder Freunde, die sagen, das kann nicht wahr sein. Wenn die 15 wäre, würde man das ja verstehen irgendwo noch, ne? Was macht sie denn vom Beruf? Sie arbeitet an einer großen Versicherungsfirma und ist an der Buchhaltung tätig. Also steht ganz normal im Leben. Das heißt, sie ist gerade erst eine Stellung bekommen. Ja, aber das heißt, sie ist finanziell auch gar nicht abhängig von den Eltern. Ja, noch ja.
Na, sie kriegt ja erst in 4 Wochen oder was wieder ja, Geld. Gut. Und ja gut, also da kann man ja, da ach, kannst du ja schon Problem. Ein paar Brötchen kaufen noch bis dahin. Ach na, ich habe doch auch noch, ja. ich verdiene auch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt, du hast die Möglichkeit ja sie zu erreichen über diese neue Nummer. Ja. Ne? So, jetzt würde ich an der Stelle nur das eine machen, dass du nochmal dein Nichtverständnis zum Ausdruck bringst, was da überhaupt alles los ist. Aber das muss man auch gar nicht am Handy, am Telefon bereden. Mach hier nochmal das Angebot, dass sie kommen soll. Ja, was mache ich, wenn sie da nicht wegkommt? Die kommt da nicht weg. Ja, dann ist es ja auch ihr Problem. Ja. Dann ist es ihr Problem, wenn sie sich so von ihren Eltern bestimmen lässt, dann musst du irgendwann die Konsequenz ziehen und sagen, okay, dann ist es halt eben, dann ist es eben nicht unsere, ist das nicht meine Frau. Ja, das ist nur, ich würde sie ja im Endeffekt dahinter, ich weiß nicht, ich denke ja auch darüber nach, nur ich habe das Gefühl, dann würde ich sie ja noch mehr damit bestrafen. Ich bin so ein, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Helfer-Syndrom irgendwie. Du sollst sie ja auch nicht jetzt sofort fallen lassen, du sollst dich auch um sie bemühen. Das Ganze ist ja nur gerade erst gestern wirklich eskaliert. Ja. Nun sieh mal zu und schaff da auch eine Vertrauensatmosphäre zwischen dir und ihr, dass du sie einfach rüberziehst zu dir. Und wenn sie erstmal bei dir ist, dann wird sie vielleicht noch mehr erzählen und dir wird einiges klar, was da für Zusammenhänge sind. Ich meine, ihr seid acht Monate zusammen. Ist dir das denn nicht vorher schon aufgefallen, dass sie sehr unter der Herrschaft der Eltern steht? Und wie? Das Problem war ja, als wir deswegen habe ich da so ein bisschen Bedenken, ob da irgendwas nicht stimmt, weil die war vorher mit so einem anderen Mann zusammen eben, ne? Mhm. Und da hat die Mutter als wir gerade so zusammen waren, da hat die Mutter mir gesagt, dass sie Angst vor dem Typen hätte, so, also, und dann hat sie irgendwelche Geschichten darüber erzählt und ich mochte das alles gar nicht glauben, weil mein Bruder, der kennt den Kerl, und ich stamme selber aus einer völlig sozialen Familie und ich habe sowas gar nicht kennengelernt. Und mein Bruder sagte mir, der kann das ganz klar beurteilen, der kennt den schon seit Jahren und sagte, dass es eigentlich ein ganz lieber Kerl wäre. Also wir stochen jetzt im Nebel, wir wissen nicht, was da los ist in der Familie, wir wissen nicht, was mit der Familie los ist. Also also nochmal im Klartext, dir bleibt nichts anderes übrig, als sich jetzt weiter auch übers Telefon oder dass ihr euch auch trefft, um deine Freundin zu bemühen und ihr nochmal ganz klar anbietest, dass du für sie da bist und dass du ihr hilfst. Treffen kannst du dich ja mit ihr heimlich irgendwo, ne? In der Stadt oder so. Ja, ich hab vor, sie, also wir wollen uns eventuell in der Mittagspause bei ihr treffen. Ja, das ist doch schon gut. Ja. So, das macht. Auch wenn es so kurz ist, ne? Ja, natürlich. So mach das, biet es ihr an, biet ihr alle Hilfe an und setzt sie auch nicht zu sehr unter Druck, dass sie einfach merkt, okay, da ist ein Ventil, da kann ich raus. Das ist eine Chance vielleicht, jetzt auch über den Freund rauszukommen. Okay? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Alles Gute. Viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss, Markus. Ja, Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben. Am Samstag habe ich wieder prominenten Besuch im Studio. Am Samstag kommt Dirk Bach. Ich freue mich sehr darauf. Dirk wird, die Sendung beginnt um 23.45 Uhr, also 23:45 am Samstag hier im WDR-Fernsehen. Und ihr könnt auch wieder anrufen und mitmachen, Fragen stellen und so weiter. Wenn ihr Dirk Bach etwas fragen wollt, vielleicht zum Thema Dschungel, vielleicht aber auch zu vielen, vielen anderen Sachen, er hat ja so wahnsinnig viel schon gemacht, dann meldet euch doch jetzt am besten schon mal an unter domian@wdr.de. Samstag sind bekanntlich die Leitungen wieder alle dicke zu. Also meldet euch jetzt schon unter domian@wdr.de, wenn ihr Dirk Bach etwas fragen wollt. Hier ist Lena. Und Lena ist 24. Hallo Lena. Ja, hi. Hi Lena. Ja, hallo. Machst du bitte den Fernseher und das Radio ganz leise? Ja, ist schon ganz leise. Na, dann geht's wohl. Ich habe irgend so ein komisches Geräusch im Ohr. Um was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe eine Freundin, ist meine beste Freundin. Mhm. Schon seit 10 Jahren sind wir ziemlich gut befreundet. Ja. Ja, und ich habe halt festgestellt, dass ich sie, ich würde sagen, liebe. Mhm. Und, seit wann? Ja, seit ungefähr einem Jahr. Ja. Also, habe ich festgestellt, dass es. Ja, dass Liebe dann, sein dass, muss, dass es mehr als Freundschaft ist. Bitte? Dass es mehr als Freundschaft ist. Ja. Mhm. Aber es ist schon länger so, dass ich sie, toll finde. Mhm. Ja. Das Problem ist, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich so richtig machen soll, ob ich sie lieber sagen soll oder. Also sie weiß von gar nichts. Nein, auf keinen Fall von gar nichts. Du hast keinen Freund zurzeit? Nein. Hat sie einen Freund? Nein, sie hatte vor kurzem einen Freund, den habe ich ihr aber ausgeredet. Oh, so machst du das also. Du, ja, aber. Du warst eifersüchtig. Nein,
Also ich war mir auch eigentlich ganz sicher, dass er nicht unbedingt der Richtige für sie ist. Ich war der Ansicht, er weiß nicht, was für einen Wert sie hat. Ah. Und ich glaube, ich weiß sie mehr zu schätzen. Also ich meine schon, du hast dich ganz selbstlos verhalten und hast dir so da einen guten Ratschlag gegeben. Ja, genau. Also ich glaube, dass ich egoistisch gehandelt habe. Ich hoffe zumindest. Hast du schon irgendwann mal eine Erfahrung mit einer Frau gemacht? Nein, überhaupt nicht. Das wäre dann das erste Mal und du empfindest auch zum ersten Mal für eine Frau jetzt bei deiner Freundin. Ja, genau. Mhm. Genau. Und das geht schon so weit, dass du also auch Fantasien erotischer Art hast. Oh, das ist ja gerade, das ist auch ein Problem. Also ich meine, wir gehen beide zusammen zur Uni. Wir waren beide auf der gleichen Schule und sie schläft oft bei mir, weil sie es weit zur Uni hat. Mhm. Und wenn sie dann neben mir im Bett liegt, oder so, dann streichle ich schon öfter die Haare oder sowas. Mhm. Aber ich traue mich halt nicht mehr zu machen. Ich habe Angst, dass ich sie aufwecken könnte. Ist mir schon klar, aber das Streicheln macht dir Spaß und erregt dich auch in einer gewissen Weise. Ja. Musst du so offen zugestehen. Ja, leider. Ja. Also das heißt leider. Ich flüstere ihr dann auch ins Ohr, dass ich sie liebe, aber mehr kann ich nicht. Mehr traue ich mich nicht. Also ich mache dann auch. Wie süß, du flüsterst ihr ins Ohr, dass du sie liebst, während sie schläft. Ja. Das ist ja schon sehr putzig. Das ist sehr rührend. Ja? Ja, ich finde das rührend, ja, natürlich, ja. Ja, was machen wir da? Da muss jetzt ein bisschen, du musst ein bisschen näher, mehr und näher rangehen, glaube ich. Wie meinst du das? Also wenn du jetzt so ein Gefühl entwickelt hast und du sagst, dass du sie liebst und dass du sie auch begehrst. Ja, ich kann sie zum Beispiel, ich bin total eifersüchtig, wenn sie nur mit, ist mir klar, mit anderen Leuten irgendwie ist, redet. Ist oder mir so. Klar, ist mir klar. Dann müsstest du jetzt das ist natürlich immer ein Wagnis und das ist auch sehr aufregend, weil man nie weiß, wie der andere reagiert. Ich würde es an deiner Stelle, nachdem du jetzt schon über ein Jahr gewartet hast, würde ich es zum Ausdruck bringen. Ich würde es ihr sagen an deiner Stelle. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Ich meine, versetz dich doch mal in meine Lage. Stell dir vor, du hast ein bisschen Freund und dem sagst du dann irgendwann ins Gesicht so, dann ist die Freundschaft doch irgendwie. Ich meine, entweder verlässt sie mich ganz, dann ist die Freundschaft auch weg. Und ja, die Gefahr besteht natürlich. Ja, und was mache ich dann? Ich meine, was machst du jetzt, wenn du nichts machst? Dann leidest du. Dann habe ich sie immer noch wenigstens bei mir. Aber du leidest. Ja, natürlich. Und irgendwann wird sie auch leiden. Aber es gibt ja immer noch die eine Chance, dass sie sich in einer gewissen Weise auch auf dich einlässt oder dass sie vielleicht in ähnlicher Weise empfindet und es dir gegenüber genauso verheimlicht hat wie du ihr gegenüber. Das kann auch sein, ja. Ach Gott, ich meine. Das ist jetzt ein Risikounternehmen. Aber ich sollte jetzt nicht irgendwie naiv sein. Weißt du, was heißt naiv? Wenn du jetzt einfach so weitermachst wie bisher. Ja. Wirst du natürlich, ist das eine frustrierende Situation für dich, weil du begehrst einen Menschen, du kommst nicht an den Menschen ran. Deine Freundin wird irgendwann, in absehbarer Zeit, wird die einen Partner haben. Nein, den mach ich weg. Den rede ich hier aus. Ja, irgendwann schaffst du das auch nicht mit dem Ausreden. Und du leidest wie Hund dann. Also finde ich, dass die Offenbarung gut ist. Und ich glaube auch, dass auch das ist möglich, dass auch, wenn sie nicht darauf eingeht, dass auch eine Freundschaft durchaus denkbar ist weiterhin. Es kann natürlich sein, dass das so irritiert ist, dass es gar nicht mehr funktioniert. Das kann auch sein. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder geht weiter eine Freundschaft oder sie geht sogar auf dich ein und ihr habt eine Liebesbeziehung. Das könnte ja auch sein. Ja, aber... Nicht aber. Ich meine, da gibt's ja noch ein Problem dabei. Also wenn ich ihr das jetzt sage, dass ich mehr für sie empfinde, dann gibt es dann wieder die Situation, wo sie sich vielleicht, also ich meine, es könnte sein, dass sie sagt, okay, ich empfinde nichts für dich in der Art, ich will nicht mit dir eine Beziehung führen oder sonst was, aber ich will noch die Freundschaft erhalten. Mhm. Aber dass es dann so ist, dass wenn ich sie bei jeder Umarmung oder bei jedem Klatsch auf den Popo, ich meine, wie das vorher wäre, ich meine, wir sind immer zusammen duschen gegangen, ich konnte ihr auf den Hintern hauen, wir sind nackig durch die Wohnung gelaufen und dass sie dann bei jeder Berührung, bei jeder... Da musst du das klar sagen, das ist natürlich wahr, das wird problematisch und dann müsst ihr euch neu in eure Rollen finden. Das ist völlig klar. Dann liegt es daran, ob du mit der Situation umgehen kannst und ob sie mit der Situation umgehen kann. Das ist mir ganz, ganz ein einleuchtend, was du sagst. Dennoch plädiere ich dafür, das Wagnis einzugehen und es zu sagen, weil die Chance besteht und wenn es vielleicht auch nur eine kleine Chance ist,
dass ihr eine Liebesbeziehung führen könnt. So ja, ist das Problem. So wie es jetzt ist, ist alles völlig verwurstelt und du schluckst immer zu deinen Frust runter. Ja. Ja, so ist es doch. Aber wenn wir eine Liebesbeziehung eingehen, ich könnte mir gut vorstellen, mit ihr zu knutschen, damit ihr auch so ein bisschen mehr als nur knutschen zu machen. Aber wenn ich mir dann überlege, also wir werden noch intimer so, ich weiß gar nicht, dann ist das schon so eine Blockade. Also mit einem Mann und so, das würde gehen. Ach so, ich dachte, das willst du gar nicht. Nein, ich weiß es nicht, ob ich das will oder nicht. Natürlich brauche ich auch Sex oder so. Ist vielleicht auch im Moment noch ein zu großes Tabu, das so zu denken. Ja, lange von eine Frau ist, ich weiß nicht, ob es dann, bin ich jetzt lesbisch oder nicht? Nein, du musst dich ja auch nicht gleich immer jetzt gleich in ein Kästchen reinsetzen, lesbisch oder hetero oder bisexuell. Leb erstmal die Verbindung und die Liebe mit deiner Freundin. So, Lena, das ist kompliziert. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich war selbst mal in so einer Situation, wie du sie jetzt, wie du sie jetzt erlebst. Und ich bin diesen Weg gegangen und habe es ausgedrückt. Und es ist gut gegangen. Es ist aber keine Garantie, es ist bei jedem anders. Du warst dann mit ihm zusammen? Wir hatten eine sehr, sehr innige Beziehung danach, ja. Eine sehr innige und körperliche Beziehung. Und er fiel aus allen Wolken, als ich es sagte. Und er hatte es auch immer schon gedacht und sich auch nicht getraut zu sagen. Und plötzlich saßen wir uns beide gegenüber und sagten, war Wahnsinn, warum haben wir es nicht eher schon uns gesagt? Und wie lange hielt das dann zwischen euch? Auch schon ein paar Jahre. Schon seid ihr noch immer befreundet wenigstens? Nee, das ist jetzt zu lange her. Das ist aber jetzt schon sehr lange her. Schön. Ja, du suchst eine Absicherung in aller Art. Nicht verlieren, kein bisschen, sie soll nicht weg von mir. Aber Lena, du kannst doch nicht alles, wenn du suchst jetzt für alles eine Sicherheit. Du sagst immer, ja, aber was passiert, wenn das und das und das und das? Irgendwo muss man auch mal ein Risiko eingehen im Leben. Aber ich hab doch nur sie und sie hat doch nur mich. Wir sind so fixiert aufeinander. Dann sag gar nichts. Dann sag gar nichts und leide so weiter wie bisher. Oh nein, das will ich ja auch nicht. So, also sag es. Okay? Ich soll es sagen. Ja, du sollst es sagen. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Glück dafür. Dabei. Ja? Ja. Also, ja, danke schön. Alles Liebe, Lena. Tschüss. Tschüss. Aber eine schlechte Leitung, ne? Irgendwie so eine seltsame Handyleitung. Sandra, 24 Jahre alt. Hallo, Sandra. Ja, hallo. Ich grüße dich. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht darum, mein Freund hat mich jetzt sind es fast 3 Wochen verlassen. Mhm. Vor 3 Wochen? Genau. Wie lange wart ihr zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Wow, lange Zeit. Und warum hat er dich verlassen? Also, als einzigen Grund hat er mir genannt, dass man sich auseinandergelebt hätte und dass das alles nichts mehr bringt. Kam das, dieses Verlassenwerden so von heute auf morgen? Ja. Er hat dich nicht vorgewarnt? Nein. Er hat nie sein Unwohlsein zum Ausdruck gebracht? Nein. Er hat alles so weitergespielt, wie es früher war und plötzlich hat er gesagt, so, es hat sich ausgelebt. Naja, nicht ganz. Also wir hatten uns vor circa einem Monat ein bisschen gestritten, aber es war nichts so Gravierendes. Also wir hatten schon öfter mal Streit gehabt, aber es ist immer wieder alles wieder in Ordnung gekommen und diesmal war es auch nicht anders. Und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen praktisch hat er nur seine wichtigsten Sachen gepackt und war weg. Und wo ist er jetzt? Er ist bei einem Freund. Habt ihr noch Kontakt gehabt in den letzten Wochen? Er hat mich einmal angerufen, um mitzuteilen, dass wir noch so dann einiges klären müssen, also jetzt praktische Dinge wie Konten auflösen und... Hat er noch Sachen in der Wohnung? Ja, natürlich, klar. Und das kam für mich so überraschend, also ich wusste gar nicht, was ich machen soll, wollte es gar nicht glauben, also die ersten 2 Wochen waren einfach nur schrecklich, da konnte ich auch gar nicht arbeiten, konnte nichts mit mir anfangen da auf der Arbeit. Hast du die Vorwürfe, dass du sagst, ich habe vielleicht nicht auf Kleinigkeiten geachtet in den letzten Jahren? Ja. Wahrscheinlich gab es ja schon Signale. Ja, eben. Ne, aber ich denke mir auch die ganze Zeit, mein Gott, warum hast du ihn nicht drauf angesprochen? Ich meine, ich wusste ja auch, ich sah das ja, dass er sauer ist und dass er irgendetwas hat.
Nur ich dachte immer, er kommt irgendwann mal zu mir und redet. Mhm. Sagt, was ihn stört oder ja, überhaupt was los ist. Es hört sich ja schon so an, als hättet ihr beide fatale Fehler begangen. Nämlich du, dass du nicht wach genug reagiert hast und nicht nachgefragt hast. Ja. Er aber auch, weil er seinen Mund nicht aufgemacht hat. Genau. Ich finde, wenn man 7 Jahre zusammen ist, kann man einen Menschen nicht so vom Knallerfall verlassen. Ja. Da muss man schon frühzeitig, der wird sich ja vielleicht schon sehr lange unwohl gefühlt haben. Dann muss man den Mund aufmachen, muss das sagen. Das hat er nicht getan. Der hat das runtergeschluckt und hat die Harmonie gespielt oder genau. das Übliche gespielt. So genau. Habt ihr denn auch Sex gehabt zum Schluss? Ja, nicht so oft natürlich, aber also wie gesagt, ich hätte nie damit gerechnet, dass sowas passiert, absolut nicht. Ihr habt aber keine Kinder? Nein. Und ich meine, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich anfangen soll. Ich habe mit ihm geredet und er war so abweisend. Ist ihm dann mindestens der Satz über die Lippen gegangen, ich liebe dich nicht mehr? Ja, das hat er auch gesagt. Und ich meine, das muss ich vielleicht irgendwo akzeptieren, aber ich will es gar nicht, weil ich kann es nicht verstehen. Vor circa einem Monat bringt er mir noch einen Blumen nach Hause und dann eine Woche später sowas. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, das ist übel. Und vor allem, ich habe mit dem Menschen ja richtig eine Zukunft geplant. Aber da sieht man, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, was wir eigentlich ja fast alle schon mal erlebt haben. Ja. Dass man glaubt, man kennt jemanden richtig gut und dann steht man plötzlich wie geschockt vor dem und man muss einfach eingestehen, dass man den nicht gut kannte oder wirklich kannte. Das ist sehr bitter. Aber ich will dir sagen, wenn der das gemacht hat, was er jetzt gemacht hat und wenn er dir dann auch noch gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr, hast du aber die schlechtesten Karten überhaupt, wenn du überhaupt noch Karten hast. Ich weiß einfach nicht, wie ich es schaffen soll, die Hoffnung aufzugeben. Ja, das ist gut ausgedrückt. Wie ich es schaffen soll, die Hoffnung aufzugeben. Ja. Weil ich meine, Weißt du, das Ganze ist ja nun auch sehr frisch. Das sind ja erst 3 Wochen. Ja. Da stehen 7 Jahre Leben dahinter. Das geht nicht in ein paar Wochen. Das geht auch nicht in ein paar Monaten. Oh Gott. Also ich glaube, dass man an so etwas immer ziemlich lange zu knabbern hat und zu leiden hat. Man ist verletzt, man ist verlassen, man ist erschüttert darüber, dass man das nicht kapiert hat, man ist erschüttert, dass man so behandelt worden ist. Also da ist ja alles Negative prasselt da ja auf einen ein. Ich verstehe einfach nicht, wie man 7 Jahre einfach so wegschmeißen kann. Ich meine, wir wollten heiraten. Ist denn da eine andere Frau vielleicht sogar im Spiel? Weißt du das? Ich habe ihn das natürlich gefragt, aber er hat das verneint. Mhm. Er meinte, da ist niemand. Mhm. Weißt du, umso dramatischer finde ich das. Ja, eben. Wenn da noch eine andere Frau wäre, kann man das noch eher wiederum... Ja, das wäre mir wirklich lieber, wenn er gesagt hätte, ich habe mich verliebt und... Mhm. Aber wenn der von sich aus freiwillig aus der Beziehung herausgeht, heißt das für mich auch als Außenstehenden, dass das so ruinös schon alles war, so kaputt war, dass der gar nicht mehr anders konnte. In der Regel versucht man das ja dann irgendwie doch noch wieder hinzubiegen und zu warten. Wie kann das sein, dass ich das nicht gesehen habe? Mhm. Ich meine, das merkt man ja. Ja, aber vielleicht hat er sich aber auch extrem gut verstellt. Und das muss man ihm zum Vorwurf machen, dass er dir und euch gar nicht die Chance gegeben hat, das vielleicht zu retten, was zu retten ist. Vielleicht, wenn er vor einem Jahr seinen Mund aufgemacht hätte, hättet ihr euch fangen können. Aber jetzt ist es zu spät. Wenn er sagt, ich liebe dich nicht mehr, liebt er dich nicht mehr. Punkt. Jetzt darfst du bloß nicht klammern. Das ist das Falscheste, was du tun kannst. Wenn es vielleicht in irgendeiner Zeit nochmal eine Hoffnung geben sollte, dass ihr zusammenkommt, was auch relativ unwahrscheinlich ist, dann nur indem du jetzt dich mit erhobenem Haupt souverän zurückziehst. Klammer nicht, bettel nicht, sei jetzt ganz tapfer und wenn das noch so weh tut. Das ist verdammt schwer. Ich weiß. Man möchte ja auch, wahrscheinlich möchtest du auch immer wieder sprechen mit ihm, ne? Ja, natürlich. Und das geht nicht, ne? Nee, er ist wirklich sowas von abweisend, ich hätte ihn auch gar nicht so eingeschätzt, dass er so sein kann. Also aber ich erkenne ihn gar nicht wieder. Das wiederum
Sandra müsste dir ein kleines bisschen wieder helfen. Das ist ja nicht mehr der Mann, den du geliebt hast. Der ist weg, der Mann. Dieser behandelt dich jetzt im Moment ziemlich scheiße. Ist so, ne? Das ist so. Ja, und der ja, kümmert sich in feuchten Kehricht um deine Gefühle im Moment. Du bist dem vollkommen egal im Moment. Und das musst du dir immer wieder vor Augen halten. Vielleicht hilft dir das so ein bisschen in der sentimentalen, romantischen Erinnerung an ihn, an eure Zeit. Ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht ja, mir sagt, was schiefgelaufen ist, was ihn gestört hat. Ich meine... Gut, das kannst du ja nochmal erbitten oder erfordern, dass er dir das noch sagt. Das wird dir das Ganze ein bisschen vereinfachen, aber zurückkriegen kriegst du natürlich nicht deshalb. Ihr werdet euch ja demnächst dann wahrscheinlich nochmal sehen, ne? Ja, und steht noch eine Menge Arbeit an das. So, dann kannst du, finde ich schon, hast du das Recht, dass du sagst, das mal auf, ich möchte das aber jetzt erklärt noch haben, was da, seit wann bist du weg von mir innerlich? Was hat dich gestört? Was hast du zu kritisieren? Du kannst ihm das ja auch so sagen, dass du ihm das gar nicht vorwurfsvoll sagst, sondern einfach nur, du möchtest das wissen für dich, weil du ja auch vielleicht auch lernen möchtest aus dieser Beziehung, dass dir in späteren Zeiten sowas dann nicht nochmal passiert. Das ist eine so niederschmetternde Situation. Ja, wenn meine Mutter in der Zeit nicht für mich da, ich weiß nicht, also wie das gelaufen wäre. Ja. Und das Üble ist, dass man das so irgendwie, ja, man kann mit Freunden reden und so, aber irgendwie letztendlich ist man dann irgendwie dann doch abends alleine und muss es für sich aushalten und muss es für sich auf die Reihe bekommen. Ne? Genau. Also Sandra, du hast das gute Recht, das noch zu erfragen. Aber mach dich bloß nicht klein vor ihm und bettel nicht. Bettel nicht um emotionale Almosen. Mach es nicht. Es bringt nichts und du wirst dich hinterher, wenn du wieder bei Sinnen bist, schwarz ärgern darüber. Ja, du hast recht. Stimmt. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen, Nacht, ihr Lieben, heißt Ich bin anders. Ich möchte mit Verrückten reden, mit Leuten, die irgendwie anders drauf sind, mit Leuten, die keine Normalos sind, die Außenseiter sind. Leute, die von sich aus sagen, ja, ich führe ein anderes Leben, ich bin anders drauf, ich finde es gut so, ich bin stolz darauf, nicht zur Masse zu gehören. Und ich möchte auch mit Leuten reden, die sagen, ich bin ein Außenseiter und ich leide darunter, aufgrund meines Äußeren, vielleicht aufgrund einer Erkrankung, vielleicht aufgrund meiner gesellschaftlichen Stellung oder was auch immer. Ich bin anders, so heißt unser Thema morgen. Und wenn ihr euch heute schon anmelden wollt, dann könnt ihr es gerne machen unter domian@wdr.de. domian@wdr.de. Tatjana, 57 Jahre alt. Hallo Tatjana. Guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Es geht schlicht und ergreifend um die Erziehung meiner Mutter. Der Mutter? Ja. Die muss aber schon ein stolzes Alter haben, ne? Ja, ein tolles Alter von 80 Jahren. Von 80? Eine super Frau. Ja. Aber eine Frau, die für sich alles in Anspruch nimmt. Nur ist das ein bisschen schwierig, 80-Jährige zu erziehen, ne? Ja, das ist sehr schwierig. Nein, du brauchst jetzt gar nicht zu lachen, das finde ich überhaupt nicht mehr witzig. Ja, erzähl mal, was da los ist. Sondern weil die Frau einfach, solange wie ich zurückdenken kann, immer nur ihren Feldwebel losgelassen hat. Das heißt, als Kind wurde ich schon in Sachen gezwängt, in Pelzmäntel mit 4 Jahren und. Das ist nicht so ganz witzig. So, und ob es jetzt ein Lebensgefährte war oder ist, wie auch immer, er wird schief betrachtet. Er muss ja der Gesellschaft entsprechen. Und das sind Sachen, die ich mir einfach nicht mehr gefallen lasse. Eine sehr dominante Frau. Und diese Frau kann einfach keine Kritik vertragen. Du bist und du, ich sag mal jetzt, auch schon 57, obwohl das ein gutes Alter noch ist. Ja. Aber wie kommt es, dass du erst jetzt sagst, ich lasse mir das nicht mehr bieten? Ach, das sage ich schon seit mindestens 20 Jahren, seit 30 Jahren. Aber die Frau ist immer diejenige, die gesagt hat, ich habe den Finger drauf. Ich kann es nicht mehr ertragen und wir wollen jetzt zusammen... Das heißt, mein Lebensgefährte und ich mit meiner Mutter in den Wintersport fahren. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es dort einen Riesenterror gibt, nämlich, dass wir eine Tischtrennung machen, weil ich das nicht mehr ertragen kann. Warum fahrt ihr denn überhaupt zusammen in den Wintersport?
Ich wollte eigentlich meiner Mutter einen Traum erfüllen. Sie sagt, ich möchte endlich nach dem Tode meiner Mutter, sprich nach meiner Großmutter, endlich mal in die Berge fahren zu Weihnachten. Also habe ich ihr alles erfüllt. Und wann ist die Großmutter gestorben? Die muss ja dann wahnsinnig alt sein. 101 Jahre. Ach. Also, ja. Und wann ist sie gestorben? Vor kurzem erst? Ja, die ist vor kurzem erst gestorben. Dann werdet ihr Mädels in eurer Familie aber sehr alt, ne? Verdammt, ja. Meine Mann. Das ist nicht so witzig. Also, nein, es ist unerträglich, dass ich für jedes, was ich auch tue, getadelt werde. Hm. Ich kann es nicht mehr ertragen. Du kannst dir immer noch vor wie ein kleines Mädchen, ne? Ja. So in der Rolle, ne? Bist du wie früher. Ja. Mhm. Wohnt denn deine Mutter auch bei dir im Haus? Oder wohnt nein, um Gottes Willen. Also da hätte ich schon längst einen Strick genommen. Ja? Nein. Und der Kontakt, ist der sehr nah? Gehst du oft zu ihr? Nein, das Komische ist, dass ich gar nicht oft, so gut wie gar nicht hingehe, sondern einfach nur mit ihr telefoniere. Und sie erwartet von mir tagtäglich meinen Anruf. Ja. Kommt der nicht, wird sofort... was ist? Hast du wieder schlechte Laune? Ja. Ist irgendwas eingetreten? Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt noch machen soll. Aber die alte Dame ist gesundheitlich noch sehr rüstig und fit. Völlig. Völlig, ja. Dummerweise. Naja, komm, das sagt man nicht. Nein, also mich macht das langsam. So, dennoch frage ich jetzt nochmal, wenn du so, die steht ja bis hier, habe ich den Eindruck. Ja, ne? Aber wie? Dann würde ich nicht gemeinsam mit ihr in Urlaub fahren. Weil dieser Urlaub... Es ist ja schon gebucht. Aber dann ist ja schon vorauszusehen, dass dieser Urlaub alles andere als eine schöne Zeit wird. Es wird stressig und nervig. Lass mir mal den Urlaub fern. Was mache ich mit dieser Frau, die mich immer tagtäglich terrorisiert? Hm. Weißt du, was das Schlimme daran ist? Wenn du dich seit 20, 30 Jahren schon um eine Emanzipation von deiner Mutter bemühst und es dir bis heute nicht gelungen ist, ist jetzt guter Rat verdammt teuer. Das jetzt noch zu schaffen, jetzt noch die Radikalität aufzubringen, das geht ja nur mit Radikalität. Ja, das stimmt, ne? Nur, es weißt geht nur du, mit harten Maßnahmen. Wenn du das, wenn das bisher nicht geschafft hast, brauchst du jetzt noch umso mehr Kraft dafür, eine Trennungslinie. Wie wäre es dir denn am liebsten? Domian, nein, bitteschön, einmal noch etwas. Sie kann die Wahrheit nicht ertragen. Mhm. Wenn ich ihr etwas sage und knalle ihr die Wahrheit an den Kopf, und das hat meine Großmutter schon immer gesagt zu meiner Mutter, du kannst die Wahrheit nicht ertragen. Mhm. Nein, das kann ich nicht. Mhm. Aber sie ist ganz brutal anderen Menschen gegenüber und sagt, die dürfen dies nicht, die dürfen das nicht, die also, dürfen jedes nicht. Sie kann gut austeilen, aber nicht einstecken. Oh, um Gottes Willen nicht. Und in dem Moment, wo heute Morgen war auch wieder das beste Beispiel, habe ich gesagt, Mutter, du kannst überhaupt keine Kritik vertragen. Du auch nicht. Ich sage sehr wohl, wenn sie berechtigt ist. Und da geht das. Es ist so grausam. Und mein Mann, mein leider verstorbener Mann, der hat einmal zu Ostern mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, lass meine Frau in Ruhe. Ich kann es nicht mehr ertragen, wie du mit ihr umgehst. Und das ist schon über 20 Jahre her. Wie hat sie denn da damals reagiert? Kann ich dir genau sagen. Ja? Da hat sie meine Großmutter geschnappt und hat gesagt, Mutter, wir gehen ins Gästezimmer. Ah ja. Und da war die Stimmung wahrscheinlich immer kaputt zwischen ihr und deinem Mann. Nein, der hat das sehr wohl repariert hinterher, aber mit einem ganz bestimmten Ton. Mhm. Ja, aber dann hast du es ja schon vorgemacht bekommen, wie man es machen muss. Aber sie kann Kritik. Ja, was mache ich bitte mit Menschen, die keine Kritik vertragen? Das ist das, was ich mal endlich wissen will. Dann muss man sich zurückziehen. Aber das ist natürlich eine schwierige Sache bei einer 80-jährigen Mutter. Das Mensch, die war damals 60, die war damals... Ja gut, aber du fragst ja, was du jetzt machen sollst. Ja. Ne? Du fragst, was du jetzt machen sollst. Ja. Ich habe ja den Eindruck, dass du auch Angst vor deiner Mutter hast. Nee, Respekt vor der Mutter. Überhaupt nicht. Ich habe Respekt, aber keine Angst. Mhm. Überhaupt nicht. Warum haust du dann nicht so auf den Tisch, wie dein verstorbener Mann das gemacht hat? Weil ich... Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe manchmal Angst, irgendwas nicht zu tun, das ist falsch. Aber ich habe Angst, meine Mutter irgendwo zu verlieren. Obwohl ich sie gar nicht liebe. Ich muss dir ehrlich sagen, ich liebe meine Mutter nicht. Siehst du, da haben wir es. Da ist eine ganz seltsame Abhängigkeitsstruktur auch da. Ja. Du hast Angst, sie zu verlieren, obwohl du sie nicht liebst. Das ist eine harte Aussage. Ich liebe meine Mutter nicht. Ja. Mein Vater, den habe ich abgöttisch geliebt. Es war ein Traum von einem Vater gewesen.
Aber meine Mutter war immer dazwischen, zwischen mir und meinem Vater. Was ist, was wäre schlimm, wenn du sie verlierst? Ich meine jetzt nicht, wenn sie stirbt, sondern wenn du sie, wenn sie nicht. Ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich rede auch im Freundeskreis. Aber du hast, Angst. Du hast gerade zu mir gesagt, du hast Angst, sie zu verlieren. Was wäre dann? Warum hast du Angst? Tja, warum habe ich eigentlich Angst? Weil ich, das kann ich dir genau sagen, weil ich glaube, ich, das ist der einzige Grund, weil ich niemanden mehr habe. Es gibt keinen mehr in meiner Familie. Aber du hast deinen Lebensgefährten. Ja, natürlich. Mhm. Und da bin ich auch sehr unwahrscheinlich glücklich drüber. Mhm. Ein zauberhafter Mann. Also. Der ist aber nicht nach dem Gusto meiner Mutter. Wenn du das so wirklich meinst, wie du es gerade gesagt hast, ich liebe diese Frau nicht. Ich liebe meine Mutter nicht. Dann finde ich, dass man sogar auch in der Altersstruktur, du bist 57 und die Mutter ist 80 Jahre und sie scheint dich ja auch gar nicht zu respektieren in deinen Wünschen, in deinen Vorstellungen. Dann finde ich, kann man auch einem so alten Menschen gegenüber hart auftreten. Wenn du das schaffen solltest, wäre es gut. Na, das schaffe ich in jedem Fall. Ja, du schaffst es ja nicht. Was meinst du, was wir für Auseinandersetzungen? Ja, aber du kommst ja immer wieder zurück zu ihr. Du ziehst ja keine. Aber sie soll gefälligst mein Leben akzeptieren. Ja, aber du ziehst keine Konsequenzen daraus. Ja. Du lässt dich ja immer wieder reinsaugen von ihr. Das ist der Punkt. Du müsstest noch viel mehr Härte zeigen. Aha, noch mehr Härte. Ja, das finde ich schon. Ja. Sie meint ja schon, ich sei eine. Was hat sie gesagt? Ich sei eine furchtbar harte Frau. Ja, glaube ich nicht. So wie du mir, wie du mir erscheinst, glaube ich das nicht. Du stehst unter der Knute von dieser Frau. Ja, ja. Mhm. So, da das jetzt wirklich kompliziert ist, finde ich, wenn man so ein eingefahrenes Verhältnis miteinander hat, würde ich gerne auch noch, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Oh, gerne. Ja? Ja. Gut, das ist die Magdalena heute Nacht. Ja. Dann legst du auf, Magdalena ruft dich an. Ja. Und ich wünsche dir ein bisschen mehr härteres Auftreten. Prima. Hau auf den Tisch, Mensch. Ja, das mache ich auch. Und trotz allem schönen Winterurlaub. Klima. Tschüss. Prima. Tschüss. Das war die Tatjana. 0800 220 50 50. Unser Thema morgen. Ich bin anders. Und am Samstag ist mein prominenter Gast Dirk Bach. Wenn ihr euch gerne mit Dirk Bach auch unterhalten wollt während der Sendung am Samstag, dann meldet euch jetzt doch am besten schon bei uns an unter domian@wdr.de. Die Sendung beginnt um 11:45 Samstagabend hier im WDR Fernsehen und wird bei 1 live im Radio am Montag wiederholt. Heike, 25 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo Domian. Dein Thema? Und zwar, mein Mann ist im Irakkrieg und damit komme ich absolut nicht klar. Also, dein Mann ist im Irakkrieg? Ja. Das heißt, ihr seid Amerikaner, oder? Ja, also mein Mann ist Amerikaner. Dein Mann ist Amerikaner und du bist Deutsche? Ja. 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 Von wo aus rufst du mich jetzt an? Ich rufe von Spangdahlem aus an, also aus Deutschland. Ach so, Stützpunkt der Amis, ja. Amerikaner hier. Genau. Mhm. Genau. Wo ist er genau im Irak? Kurz vor Bagdad, so viel ich weiß. Also jetzt, weil er nicht genau sagen kann, wo er stationiert ist. Wie lange ist er schon dort? Der ist jetzt 3 Monate da. Und wie viel Mal hattet ihr Kontakt miteinander? Zweimal. Zweimal nur? Ja. Können die Jungs nicht telefonieren hierher? Doch, die können schon. Es kommt drauf an, wo sie sind. Also wenn sie jetzt außerhalb sind, sagen wir, wenn sie jetzt in Fallujah sind oder in Bagdad sind, geht es natürlich nicht, weil wegen der Sicherheit her. Mhm. Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, könnten die oder dürften die auch mit Handys telefonieren? Nein. Nicht? Nein, weil die abhörbar sind, ne? Ach so. Also die haben auch gar keine Geräte mit? Nein, die haben kein Handy. Wenn Telefonat, dann geht das nur offiziell über irgendwelche Dienststellen und... Genau, die müssen also über 3-4 Dienststellen anrufen. Und dann sind die Leitungen halt auch nicht besonders gut. Ja, und die wenigen Kontakte, die ihr nun hattet in diesen 3 Monaten, waren das telefonische Kontakte? Das sind telefonische Kontakte, und kann man Briefe schreiben? Ja, kann man, aber die brauchen halt wochenlang, bis sie da sind. Ja, wann war jetzt der letzte Kontakt zu ihm? Vor 2 Wochen. Und was hat er da erzählt? Was er so erzählen, dass es ihm gut geht und keine Sorgen machen braucht und... Meinst du, dass er Angst hat, ja, ehrlich zu sein am Telefon? Ja. Weil die alle mit, weil es abgehört wird oder sitzt ein Kollegen? Ja, das wird abgehört. Ja, das glaube ich schon. Habt ihr euch nicht irgendwie so eine Geheimsprache ausgemacht, dass wenn er das eine oder andere Wort fallen lässt, dass das und das bedeutet, habt ihr nicht gemacht? Nee, haben wir nicht gemacht. Mhm. Nee. So, jetzt hast du Angst um deinen Mann, verständlicherweise. Ja, furchtbar. Also ja. Ist bei mir so, dass ich nachts nicht schlafen kann. Also bei mir war es früher so, dass ich so um 10 Uhr ins Bett gegangen bin und dann um 7 Uhr morgens wieder aufgestanden bin. Mhm.
mittlerweile so, dass ich nachts bis 3, 4 Uhr wach liege. Ja. Ich kann auch mittlerweile nicht mehr in unserem Bett schlafen, weil es mir einfach zu groß und zu einsam kommt. Ich schlafe also seit Tagen auf der Couch. Ja. Und du saugst wahrscheinlich alle Nachrichten aus dem Irak auf, ne? Ich habe es am Anfang gemacht. Ich kann es mittlerweile nicht mehr hören. Was macht der denn genau? Welche Aufgaben hat er? Der kümmert sich darum, dass sämtliche Stützpunkte oder sämtliche Leute Strom haben, also so mehr Generatoren. Mhm. Also er ist in keinen direkten Kampfeinsätzen verwickelt. Es kann passieren, also wenn die jetzt da einen Stromausfall haben oder so, oder zu wenig Leute haben, dann heißt es, du musst jetzt dahin. Und so. Ist halt, weil wir so wenig Kontakt haben, weiß ich auch nie, wo er gerade ist. Wie lange wird er denn dort bleiben müssen oder sollen? Also offiziell heißt es 4 bis 6 Monate, aber inoffiziell dauert es meistens ein Jahr. Das heißt, über Weihnachten ist er weg? Ja. Mhm. Ja. Und da gibt es auch nicht Urlaub mal zwischendurch? Dass er Nein. Mal, gar nicht? Nein. Mhm. Das ist nicht. Ich habe gelesen, dass jetzt im November die meisten amerikanischen Soldaten gefallen sind im Irak. Im Laufe des gesamten Krieges. Das kann gut sein, ja. Ja. Das macht dann natürlich schon große Angst. Ja, ich meine, ich kriege ja die Frauen von diesen Soldaten, die stehen ja immer in Kontakt mit dem Commander vom Stützpunkt. Mhm. Die haben ja immer Personen, die im Kontakt mit den Leuten dort unten stehen. Mhm. Und die haben dann einmal im Monat ein Treffen. Und wenn du dann wirklich hörst, wenn du dann wirklich auf so einem Treffen bist und du dann hörst, dass wieder Autobomben explodiert sind, genau dort, wo die Jungs sind, und dass wieder Verletzte oder Tote gibt oder so, dann furchtbar. Da bleibt dir schon einiges im Hals stecken. Ja, und dann immer wenn das Telefon klingelt nach solchen Nachrichten, dann denkst du auch, ist das jetzt oder ist es jemand von der Armee oder die sagt dir halt, dass was passiert ist. Wenn, für den schlimmen Fall, wenn irgendetwas passiert sein sollte, wie erfährst du das? Übers Telefon oder kommt da jemand vorbei? Da kommt jemand vorbei. Das heißt, wenn es klingelt bei dir, hast du auch Angst? Ja. Hm. Habt ihr Kinder? Nein. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind zusammen 3 Jahre jetzt. Hm. Habt ihr denn vorher darüber viel gesprochen und diskutiert? Ich meine, damit musst ihr ja rechnen. Er ist ja Berufssoldat. Dass irgendwann mal sowas passiert. Habt ihr darüber gesprochen? Darüber gesprochen haben wir viel. Mhm. Weil, ich meine, wenn du so jemand heiratest, weißt du von vornherein, dass sowas passieren kann. Mhm. Das muss dir klar sein, weil sonst kann man mit sowas, denke ich mal, nicht umgehen. Ja. Weil das ist ja nicht der erste Einsatz, den er hatte. Er war aber vorher nie im Kriegsgebiet. Ja. Wie alt ist er? 27. 27. Wie hat er denn überhaupt zu der Entscheidung gestanden, den Krieg da anzufangen? Er hat alles versucht, jetzt Amerikaner angefangen. Ja, also amerikanischer, dass die Amerikaner doch den Krieg angefangen haben. Wie fand er das? Nicht sehr gut. Nicht? Nee. Also er ist absolut gegen Krieg, sagen wir so. Aber dann ist es ja schon verrückt, dass er Berufssoldat ist, ne? Ja, eigentlich schon. Er hatte nach dem College nicht viele Möglichkeiten, eine Arbeitsstelle. Ach, verstehe. Da war das quasi so eine Notlösung zur Armee. Eine Notlösung, ja. Aber er meinte, das sind halt die beste Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat. Und ich respektiere das auch, da keine Frage. Also wenn er irgendwann rausgehen will, dann, wenn er damit aufhören will, aber jetzt leidest du ja wirklich wahnsinnig hier. Ja. Wir wollen natürlich hoffen und drücken dir und euch die Daumen, dass alles gut geht. Wenn er in ein paar Wochen, ein paar Monaten zurückkommt, würdest du auf ihn einwirken und sagen, pass mal auf, such dir einen anderen Job, ich halte das nicht aus so, wenn wieder so etwas passieren sollte? Ja, ich denke schon. Mhm. Doch, würde ich schon versuchen, weil seine Familie ist ja, ich habe ja guten Kontakt zu seiner Mutter. Mhm. Und die ist genauso. Die hätte ihn auch am liebsten zu Hause. Weil ihr Vater war auch im Krieg und er ist dort gefallen und sie weiß ganz genau, wie es mir geht. Ich denke, dass immer, wenn ich diese Nachrichten aus dem Irak sehe oder wenn ich dann auch von Todesfällen amerikanischer Soldaten höre, ich denke immer, was in den Angehörigen dann wohl vorgeht. Für was, ne? Für was? Ja. Das Leben doch zu lassen, für was? Das ist es. Mhm. Vor allem ist keiner so unfreiwillig, das ist dann die andere Sache. Ja, ja. Wann, glaubst du, könnt ihr wieder miteinander sprechen? Also ich hoffe spätestens zu Weihnachten. Ach doch, so lange musst du dann wieder warten. Ja, ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, wie die Leitungen sind und wo er ist und ob er jetzt mit dem Gefecht ist oder außerhalb von solchen Gefechten ist. Ja. Gucken. Ach, Heike,
Ich drücke dir wirklich die Daumen und für euch die Daumen, dass alles gut geht und ja. Dass dein Liebster wieder ganz gesund nach Hause kommt. Ja, das habe ich auch. Das hat er mir versprochen. Ja, alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, meine Lieben, das war's für heute Abend, für heute Nacht. In der Technik war und ist Malte Imels. Morgen heißt unser Thema Ich bin anders. Ich möchte mit Leuten reden, die einfach irgendwie ein bisschen anders ticken und dieses gut finden oder auch nicht gut finden. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Und morgen könnt ihr ab 0 Uhr schon anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Macht's gut, bis dahin, tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Kiew. In der Ukraine zeichnet sich im Streit um das Präsidentenamt eine politische